Morgen ist Weihnachten, zumindest zum Upload dieses Videos und ich bin eigentlich schon sehr urlaubsreif. Aber ich will euch natürlich heute auch noch ein Video liefern. Deswegen dachte ich, gehe ich doch mal wieder zurück in die ganz, ganz großartigen Mario Maker 2 Troll-Level. Ich muss zugeben, ich bin wirklich sehr am Ende und ich glaube, ein kreatives Feuerwerk an Videos werde ich vor Weihnachten nicht mehr abfeuern. Aber ich will euch natürlich trotzdem nicht ohne Video lassen. Deshalb gehen wir in Janksters Paradise und nach diesem Troll-Level bekomme ich mein Abendessen. Und ich habe sehr Hunger. Also bitte lass mich nicht zu lange hier stuck sein. Okay, so. Wir haben einen Run-Up-Pilz. Der erste Sprung. Der erste Sprung. Und es ist schon Feierabend. Okay, wir hüpfen von hier. Let's go. So, unten ist ein Pi-Ballon. Ich muss sagen, ich finde es sehr schön, dass es Mario World ist. Ich mag den Mario World-Stil sehr gerne. Was passiert jetzt hier, Freunde? Das verschwindet einfach. Okay, vielleicht einfach hier hüpfen. Aha! Da ist eine Shell. Da ist eine Shell, in die ich, glaube ich, reinfallen kann. Ich halte einfach nach drüben. Oh, ich darf nur nicht direkt nach drüben halten. Ich muss erst im Flug den Joystick berühren. Stück für Stück. Oh! Ich muss hüpfen. Ich habe, glaube ich, jetzt schon wieder jeden Troll ausgelöst, den man auslösen kann. Ich freue mich ja immer, wenn ich das Gefühl habe, in einem Troll-Level smart zu sein. Ne? Wenn ich es irgendwie schaffe, einem Troll auszuweichen. Hat, glaube ich, bisher noch nicht so gut funktioniert. So, wir verlieren unsere Shell. So, und was machen wir jetzt? Ich hüpfe jetzt hier mal nach oben. Ja, und jetzt stehe ich hier. Bringt mir noch nicht so viel. Ich stelle mich mal hier oben auf den Kollegen drauf. Bringt auch noch nicht so viel. Also, alles sagt, berühre diesen Schalter. Ich berühre den jetzt auch. Und dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Ne? Wer weiß. Oh, ich bin stuck. Ich hätte, glaube ich, auf der linken Seite dieser Kugel stehen müssen, bevor sie da ist. Solange wir verstehen, was wir tun müssen, ist alles gut. Das Schlimme ist immer, wenn man stirbt und nicht versteht, was man tun muss. Man muss an Troll-Level mit einer ganz anderen Psychologie rangehen. Sterben ist Teil des Prozesses. Und wisst ihr, was auch Teil des Prozesses ist, Freunde? Einen Daumen nach oben auf diesem Video dazulassen. Dankeschön für euer Support. So, aktivieren und durch hier. So läuft's. Alles klar, ich bleib erstmal. Ich wollte sagen, ich bleib erstmal stehen. Und guck mir das Ganze an. So, laufen. Ich hüpfe jetzt hier mal nach oben. Ist das dumm? Oh nee! Okay, ich lerne das schon noch. Ich werde jeden einzelnen Troll auslösen. Aber wenn ich jeden Troll nur einmal auslöse und dann weiterkomme, dann ist das unser Weg durch dieses Level, Friends. So, passt auf. So, und jetzt hier hüpfe ich. Oh, nee, ich hätte einfach nur so hüpfen müssen, glaube ich. Passt auf. So, ei! Der fliegt früher als gedacht. So, zack. Genau. Okay. Oh, Bruder. Wie läuft das? Muss ich den Monty killen oder muss ich da irgendwie durchkommen? Nee, das kann nicht der gewollte Weg sein. Ja, das sind diese Tode, von denen ich gerade gesprochen habe. Wenn du stirbst und nicht weißt, wie es weitergeht, da fängt dann an, das Troll-Level an deiner Psyche zu kratzen. Aber ich bin noch gut drauf. Ich habe nur Hunger. Was passiert, wenn ich mich hier Oh, nee, das bringt nichts. Oh, Bruder. Okay, was macht man da jetzt? Da komme ich nicht durch. Ich werde jetzt mal den Monty töten. Ich glaube nicht, dass das Rätsels Lösung ist, aber ich werde es jetzt mal tun. So, zack, dich killen. Vielleicht ducke ich mich hier auch mal. Ja! Das ist das Rätsel. Ich muss Z drücken. So, Freunde. Zack. Jawollo. Ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl, ne? Als die Tür zu nehmen. Schauen wir mal. Da unten ist ein Checkpoint. Oh, Mann. Ich hasse es immer, wenn mir Checkpoints gezeigt werden. Dann werde ich immer greedy. So, kann ich hier irgendwas tun? Ja, also, ich glaube, nee. Die einzige Chance, die ich habe, ist hier runter zu gehen. Ich bleibe aber mal oben. Passiert dann was? Nee. Okay, da ist... Da ist die Feuerblume, Freunde. Ich traue dem Braten nicht. Oh! Okay. Oh nein! Und ich glaube, jetzt hätte ich den Monty gebraucht, um wieder hochzukommen. Nein!
Der wäre mein Ticket hier raus gewesen. So, wirbelnd hier rein. Nein! Oh, was mache ich denn da, wenn ich mich jetzt hier hinstelle? Oh mein Gott, ich muss nicht wirbeln. Ich kann auf dem warum auch immer stehen. Ich bin nicht gezwungen zu wirbeln. Das Z ist der Troll. So, einfach hier reinlaufen, Freunde. Nein, und dann werde ich da gejietet. Och, man, diese Stelle ist so asozial. Oh mein Gott, ich komme darauf nicht klar. Das ist wow, 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 wow. So, ich werde jetzt den A-Knopf gedrückt halten, weil ich nicht weiß, was da drin passiert. Okay. Oh Mann, hä, das reicht nicht. Ich glaube, ja, ich muss da drin den... Ach. Boah. Warum habe ich nochmal das als meine Weihnachtsbescherung gewählt, dieses Video? So, passt auf. Zack. Jawollo, da sind wir. So, und jetzt wird das hier aufgetaut. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Ich werde klein gedrückt. Ich werde klein gedrückt. Na, genau, und jetzt kann ich hier rüber. Jetzt werde ich hier wieder groß gemacht. Und das war der Fehler, oder was? Und jetzt habe ich mir den Checkpoint verbaut. Oh mein Gott. Wenn ich nicht groß geworden wäre, hätte ich jetzt den Checkpoint. Theoretisch müsste ich es jetzt zum Checkpoint schaffen. So, Freunde. Einfach hier durchmarschieren. Und hier hoch. Und wir haben den Checkpoint! Yes! So, und ich glaube, jetzt muss ich mich töten. Weil ich glaube, erst wenn ich dann hier wieder respawne, passieren spannende Dinge. Wichtig! Checkpoints erreichen in Troll-Leveln sind quasi wie... Ja, also es ist so... Also eigentlich, wenn ein Troll-Level 2 Checkpoints hat, besteht es quasi aus 3 Leveln. Also ein Checkpoint fühlt sich an wie eine Zielflagge. Ohne Witz, so gut. Und was müssen wir jetzt tun? Ich kann es kleiner hier unten rein und das aktivieren. Ah! Okay, hier geht es sogar für mich weiter. Hier steht jetzt, ich soll Z drücken. Und ich sehe auch, Freunde, dass hinter diesem Robo-Cooper irgendwas ist. Okay. Also ein normaler Sprung ist auf jeden Fall nicht die Lösung. So, wir sprengen das. Dann zetten wir jetzt mal. Okay. Wenn ich jetzt nochmal hier zurückgehe. Wenn ich jetzt einfach mich so droppen lasse. Warte mal, kann ich dann hier rein? Ja. Okay, ich vermute, das ist die Lösung. Ich bin ganz überfordert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hielt jetzt das Trampolin unter... diese Kanone. Oh, aber schaut mal. Da steht jetzt sogar, ich soll das tun. Das ist doch dann safe ein Troll. Ich tue es trotzdem, okay? Ja, es war ein Troll. Ich habe mir jetzt das hier verbaut. Und jetzt habe ich sogar die Musik gehittet. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich. Aber wir haben doch da drüben eine Münze. Was machst du? Das ist noch ein Troll, okay. Alles klar, ey, aber wir haben jetzt schon 2 oder 3 Trolls auf einmal gesehen. Das ist ganz gut. Also, wir haben viel über das Level gelernt in diesem Try. Das ist wichtig. So, da oben ist Feierabend. So, was passiert hier? Was hat es mit diesem Trampolin auf sich? Wenn ich das hier nach oben werfe... Ah! Sich drunter stellen und nach oben werfen. So, jetzt passt auf. Ich werfe hier auch mein Trampolin hoch. Ich glaube nicht, dass es was gebracht hat. Ich kann, glaube ich, nur den Block aktivieren, ne? Oh, aber ich... Oh mein Gott, ich muss den Block so aktivieren, dass ich nicht da oben stuck bin. Oh nein! Oh nein! Wie macht man das? Nein! Und ich bin stuck. Und... Oh, ich komme hier oben lang. Oh, wow! Ich lebe noch. Schaut mal, jetzt könnte ich theoretisch hier zurück... Will ich das? Nee, der Weg ist jetzt hier zu. Da passiert nichts mehr. Oh. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wir lernen. Wir lernen. Ich behalte jetzt mein Trampolin tatsächlich. Jetzt komme ich nämlich hier oben lang. So. Und ich kann da rein. Okay, ich hätte einfach direkt die gelbe Röhre ausprobieren sollen. So. Und hier steht sogar, ich muss mein Trampolin noch dabei haben. Soll ich das einfach hier verwenden? Ich weiß nicht, ob ich dem Braten trauen kann. Wow, okay. Warte mal. Wenn ich das hier nutze... Nee, dann komme ich nicht weiter runter. Ich aktiviere mal dich. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt hier das Trampolin gebraucht. Ich hätte es hier gebraucht. Verdammt, verdammt. Aber hey, wir haben die Röhre gefunden. Wir sind weitergekommen. Ich bin immer noch sehr guter Dinge. So,
Was passiert jetzt hier? Ich muss irgendwie... Ich habe das Gefühl... Warte mal, kann ich da einfach hochhüpfen? Nee. Ich habe das Gefühl, ich muss das Trampolin da nach oben bringen. Aber... Ich komme doch nicht hoch ohne Trampolin. Oder? Ich habe einfach Angst, wenn ich mein Trampolin hochwerfe, dass dann Feierabend ist. Ich muss es probieren, okay? Oh mein Gott! Okay, ein geworfenes Trampolin kann auch unsichtbare Blöcke auslösen. Das wusste ich nicht. Und zack, wieder was gelernt. So, und wir kriegen eine Feder und die sagen mir, ich brauche das Trampolin immer noch. Oh, das ist nicht so gut, Freunde. Oh mein Gott, ich hätte wieder irgendwie wieder zurückgemusst. Nee, warte mal, ich lebe noch. Warte mal, ich muss? Warte mal, was sagt mir das aus? Ich muss in die gelbe Röhre jetzt wieder zurück mit einer Feder. Das wird mir hier ausgesagt. Okay. Aber jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir wieder zurückkommen. Stück für Stück. Ich hätte das Trampolin, glaube ich, wieder hochwerfen müssen. Ich glaube, ich hätte das Trampolin zweimal werfen müssen. So, passt auf. Wir jeten den Kollegen hier hoch. Genau. Und jetzt ziehe ich ihn hier nochmal. So sieht's aus. Und jetzt kann ich, glaube ich, hier wieder zurück. So, und was geht jetzt hier? Ist da das Trampolin drin? Ja. Ich komme wieder zurück. So, ich muss es jetzt aber natürlich noch irgendwie überleben, wieder zurückzukommen. Jetzt wird hier mir wieder gesagt, ich brauche das Trampolin. Aber irgendwann ist jetzt auch gut. Irgendwann kann ich das Trampolin nicht mehr mitbringen. Aber ich muss es mitbringen. Ich muss von irgendwo ein Trampolin... Dieses gottverdammte Trampolin! So, also hier komme ich nicht hoch. Ich werfe jetzt hier mein Trampolin. So, was passiert jetzt hier damit? Wenn ich jetzt hier hochhüpfe... Ich krieg's wieder. Ich krieg es wieder zurück, Friends. Das ist der Way to go. Alles klar. So, und jetzt wird mir hier instant das präsentiert. Oh, jetzt bin ich wieder reingegangen. Das wollte ich nicht. Oh, das war dumm. Das war sehr dumm. Hätte ich das einfach direkt werfen müssen? Ich war mir nicht sicher, was ich mit dem Trampolin hätte tun müssen. Ich sag's ganz offen und ehrlich. So. Was tun? Nein! Oh Mann, ich kann das Trampolin nicht platzieren, ohne nach unten zu drücken. Und dann habe ich mal verkackt. Ah! So, was jetzt? Okay, also ich habe jetzt das Trampolin. Ah. Ich muss aufpassen, wenn ich mich hier ducke, glaube ich, dann gehe ich nicht in die Röhre, ja. Aber das wird noch nichts. Wenn ich jetzt das von hier werfe, nee, wird auch noch nichts. Ich muss es nach oben werfen und ich glaube dann ganz, ganz schnell in die andere Richtung gehen oder so. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Boah, ich bin so stuck. Ich bin so hart stuck. Ich habe keine Ahnung, Mann. Aber es war in irgendeiner Art und Weise richtig. Also ich glaube, wir haben Progress zu verbuchen. Okay, ich stelle mich hier hin. Und flüchte dann direkt hier rüber. Ja, und ich nehme das Trampolin wieder mit, Freunde. So, theoretisch könnte ich das auch hier nach oben werfen. Das bringt aber nichts, okay. So. Ich traue dem Braten halt noch so gar nicht, ne? Also nicht mal so ein bisschen. Wenn ich jetzt hier dagegen hüpfe, bringt das irgendwas? Nee. Wenn ich jetzt hier ducke, ja. Oh, ich glaube, jetzt bin ich stuck, oder? Nee, noch alles gut. Muss ich klein sein? Das ist die Frage. Aber ich kann mich gar nicht klein machen, ne? Wenn ich mich hier zerdrücken lasse, bringt das was? Ja! Man kann sich hier klein machen lassen. Und ich glaube, jetzt habe ich verkackt. Jetzt habe ich mich klein machen lassen und das Trampolin ist hier reingedroppt und jetzt ist Feierabend. Es ist so ehrenlos. Aber, warte mal, es gibt doch immer eine Möglichkeit, sich zu töten. Ja, es gibt doch immer eine Möglichkeit, sich zu töten. Okay, Trampolin vorher liegen lassen, Freunde. Sich dann klein machen. Dann kommt man dadurch. Progress! Wir müssen uns über jede Erkenntnis freuen. Nur so funktionieren Troll-Level. Jedes Learning ist ein Win. Und ich werde gewinnen, Freunde. Egal, wie lange es dauert. So, Freunde. Wir droppen unser Trampolin. Und lassen uns zerquetschen. Ja. Und zack. Alles klar. So, und jetzt kann ich hier durch. Also, was muss ich jetzt tun? Ich habe einen Powerblock. Ich habe ein Trampolin. Wie gehe ich jetzt mit dem ganzen Stuff um? Was muss ich machen? Die Frage ist, brauche ich das Trampolin? Es ist mal wieder die Frage der Fragen. Ich werde, glaube ich, einfach mal darüber werfen. Okay, hat mir nichts gebracht. Ich spinne. Das ist doch... Oh mein Gott. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang gemusst hätte. Ich glaube, da ist eine kleine Lücke, wo man rein kann. Oh shit, da hätte ich spinnen müssen. Ich glaube, da geht's für mich weiter. So, da sind wir wieder, Freunde. Ich lasse mein Trampolin jetzt mal hier.
Ich spin hier rein. Oh nein, irgendwie... Oh, ich dachte, man könnte da rein. Ich dachte, man könnte hier irgendwo rein. Aber hier ist komplett Feierabend. Okay, ich glaube, ich muss einfach rüberhüpfen. Weil ihr habt es ja gesehen, der Mancha war tot. Ich glaube, ich muss einfach straight rüberhüpfen, ne? Und muss einfach alles andere ignorieren. Ich glaube, so einfach ist es. Und wisst ihr was, Freunde? Wenn ich einfach nur rüberhüpfen muss, dann nehme ich mein Trampolin jetzt auch einfach mal mit. Jawollo. Jawollo. Okay, so. Und jetzt? Und jetzt, Freunde? Oben lang oder unten lang? Ich gehe oben lang. Zack, wir kommen durch die Tür. Und, oh, ich hätte mich vielleicht groß machen müssen. Nee, noch alles gut. So, und was geht jetzt hier wieder ab? Jetzt wird mir hier wieder gesagt, ich soll mein Trampolin nehmen. Ich platziere es wieder, auch wenn ich wieder glaube, dass es falsch ist. Ja, ja, oh! Oh nee, warte mal. Also es war so halb richtig. Also ich komme nicht mehr weiter. Aber wenn ich da stehen geblieben wäre, wäre irgendwas passiert, glaube ich. Okay, wir haben zumindest was Spannendes gesehen. Ich verstehe, aber... Oh, mein Hirn, Freunde, es schmerzt. Ich muss so viel nachdenken. So, okay, was machen wir jetzt? Aber wir gehen hier runter und dann darüber. Ja! Oh nein. Ich glaube, den hätte ich catchen müssen. Den hätte ich catchen müssen, den Stern. Ja! Progress! Freunde, wir kommen weiter. Die Frustresistenz muss aufgebaut bleiben. Wir kommen weiter. Und wenn ihr übrigens an der Stelle immer noch zuschaut, Freunde, dann habt ihr doch mit Sicherheit Spaß in dem Video. Ich hoffe es. Ich hab's immer noch. Bis zu einem gewissen Punkt. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr in Zukunft keinen Content mehr verpassen wollt. Das wäre ganz, ganz lieb. So, Freunde. Zack. Jeden. Jawollo. Let's go. Let's go. Und wir droppen. Oh. Da werde ich nicht drüber laufen, solange ich den Stern habe. Außer das Boden, das weiß ich jetzt nicht. No way. No way. Wenn ich den mit dem Stern gekillt hätte, hätte ich den Pi-Ballon bekommen, glaube ich. Okay, Freunde. Ich kill den Wriggler. Was soll's. Oh mein Gott, ja. Das ist die Strat, Freunde. Das ist die Strat. Wir sind weitergekommen. Es ist so schön. Es ist so schön! Oh, das ist nicht so gut. Och, nee. Oh, what? Eine Röhre? Oh, nee. Oh, nee. Ich muss mich doch hier irgendwie töten können. Ich muss mich doch hier irgendwie töten können. Nein, 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 nein. Das ist so ein ehrenloser Troll. Das ist so ein ehrenloser... Warte mal, nee. Wenn ich jetzt mich hier groß mache. Passt auf. Dann kann ich... Ich muss doch irgendwie sterben können. Ja, warum wirfst du keine Spike Boys? Nein, ich will diesen Checkpoint nicht aktivieren. Warte mal, warte mal. Bitte, warte mal, jetzt bin ich Hardstark, Freunde. Jetzt komme ich gar nicht mehr weiter. Oh nein, das ist ein Troll. Ein Troll in dieser Art und Weise hatten wir noch nie. Dass man gezwungen ist, in den Timeout Death zu gehen. Das ist nicht cool. Das ist wirklich kein gutes Level-Design. Das ist sehr, sehr unfair. Kann ich da runter? Nein, Freunde. Ich bin gezwungen, den Checkpoint zu aktivieren. So, Freunde. Wir müssen klein werden, ohne den unsichtbaren Block zu aktivieren. Jawollo. So. Alles klar. Progress. Sehr schön. Letzter Checkpoint, Freunde. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut. Oder? Oder? Aber ich muss hier groß sein. Doch, es war alles richtig. Es war alles richtig bis hier. So, was muss ich hier tun? Ich habe das Gefühl, dass hier runtergehen nicht die richtige Entscheidung ist. Aber ich... I don't know. Ich werde nicht zetten. Oh, ich hätte zetten müssen. Ich hätte zetten müssen, dann wäre ich nämlich unten in die Tür gekommen. Aber wir haben richtig viel Fortschritt gemacht, Freunde. Wir haben irgendwie direkt diesen Troll mit dem Pilz irgendwie richtig verstanden, dass das Großwerden an der Stelle, glaube ich, smart und richtig ist. Und dass man hier oben drüber muss und dann hier durch. Und warte mal, warum ist das da jetzt? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht, dass ich jetzt hier nicht durchkomme? Aber davor schon. Nee, da jetzt habe ich verkackt. Aber warum? Hä? Ich muss vielleicht schnell genug sein. Hat das was mit Geschwindigkeit zu tun? Das hat was mit Geschwindigkeit. Oh mein Gott. Schau mal, wenn ich nach da oder da gehe, switcht das von rechts nach links. Ich werde mich jetzt einfach mal beeilen. Ich werde jetzt einfach mal so richtig Speedrun-mäßig da durchgehen. Nee. Da jetzt geht das hier rüber. Warte, was? Nee, das geht nicht. Man kann da, glaube ich, nicht schnell genug sein, oder?
Digga, ist das assi. Ja, das war's. Ich bin verwirrt. Wie habe ich das vorhin gemacht? Okay, ich war vorhin auf jeden Fall entspannter hier, ne? Ich hatte mir das so ein bisschen angeguckt und war dann hier so, ne? Genau, und dann bin ich hier rüber. Lol. Oh mein Gott. Nee, ich muss hier klein sein. Ich bin da vorhin irgendwie als großer Mario durchgekommen, aber ich glaube, das ist der Fehler. Ich darf nicht groß werden. Vorhin bin ich da durchgekommen als großer, obwohl ich das glaube, obwohl das war falsch. So, jetzt bin ich nämlich klein, ne? Wow, jetzt habe ich wieder verkackt. Okay, ich glaube, ich habe vorhin das Level destroyed. So, hier oben drüber, dann jetzt zurück. Genau, und dann komme ich jetzt nämlich hier unten durch. Ja. Okay, und jetzt mache ich hier wirklich Z. Und zack, drücke hier nach oben, ja? Ich believe ihm nicht. Ich mach das nicht. Ich gehe einfach hier lang. Da sind Pi-Ballons. Und ich bräuchte jetzt hier einen, um da hochzukommen, ne? Egal. Ich bin weitergekommen. Das ist schön. Ich warte hier jetzt, glaube ich, einfach. Ich glaube, ich warte einfach. Passt auf. Wenn ich nämlich hier hochhüpfe und hier stehen bleibe. Warte mal, nee. Was ist hier los? Ich hüpfe jetzt da rein. Oh. Und jetzt habe ich verkackt. Hätte ich nicht spinnen dürfen, sondern normal springen? Wie komme ich daran? Aber ich meine, ich komme als großer Mario da an. Vielleicht kann ich da einfach Schaden kriegen. Aber schon wieder einen neuen Troll gesehen. Solange ich was Neues sehe, ist es wunderbar. Dann lernen wir, Freunde. Okay, Freunde, ich hüpfe jetzt da rein, okay? Nein. Oh, oh, oh! Das war richtig! Okay, okay. Und jetzt bin ich hier. Ich habe hier keine Möglichkeit, etwas zu tun, außer hier dagegen zu hüpfen. Ich bin am Arsch. Okay. Kein Problem. Fortschritt. Okay, Friends. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier Vollgas und dann schnell durch. Ne? Das killt den und ich muss hier groß sein. Okay, aber wenn ich dann da in der Mitte stehen bleibe, das ergibt doch auch nicht viel Sinn. Weil ich doch da nicht durchkomme, oder? Okay, aber ich muss stehen bleiben wahrscheinlich. Vermutlich ist das die Strat. Okay, Freunde, ich bleib stehen. Ich bleibe stehen. Okay, und dann... Oh, dann aktiviert sich das gar nicht. Schön. So, warum sieht das so sass aus? Ja, okay. Wenn ich jetzt hier bin, bringt mir das was? No! Oder war das gut? Nein, das war nicht gut. Verdammte Axt. Hätte ich einfach da reingemusst? Hätte ich einfach in die untere Röhre gemusst? Oder muss ich in die obere? Ah! Okay, so, Freunde. Pass auf, dann hüpfe ich jetzt hier und dann gehen wir jetzt hier rein. Keine Ahnung, ob das gewollt ist. Sieht gut aus. Okay, Mann, was passiert jetzt hier schon wieder, Freunde? Ich hätte doch safe das Trampolin bekommen müssen. Ah, nee. Oh, what the hell? But. Nein! Gott, wir waren so close. Wir haben mit dem Warten einiges richtig gemacht. Und dann erwischte mich doch noch. Oh mein Gott, diese Trolls vor dem Ziel. Ich habe immer das Gefühl, die packen immer noch so einen richtig asozialen Troll vors Ziel. Oh boy. Wie die Musik denn auch so ruhiger wurde, dass du dich so richtig so darauf freust. So, warte mal, so, ist es das? Ist es das? Und dann hast du sogar noch dieses Erfolgsgefühl, dass das Trampolin zurückkommt und alles. Und dann, oh. Und ich bin auch extra nicht auf den grauen Blöcken geblieben, weil ich wusste, dass die kaputt gehen können. Und ich habe so viel richtig gemacht, da hat es mich doch noch erwischt. Oh, ich könnte heulen. So, hier durch. Zack, ich hüpfe da immer. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da hüpfen muss, aber es funktioniert zumindest. So, Freunde, passt auf. So, der Kollege kommt jetzt zurück und ich muss den einfach nur auffangen. Ja. Okay. Ich probiere es, okay? Das ist doch schon wieder falsch, oder? Das ist doch schon wieder falsch, was hier passiert. Ich brauche das Trampolin hier. Ich hätte es einfach nach oben werfen müssen. Ich hätte das Trampolin nach oben werfen müssen. Und dann wäre es hier für mich weitergegangen. Wo bringt mich das hin? Was ist das? Oh mein Gott, ich muss es jetzt schaffen, diesen Kollegen zu erwischen. Wirklich? Wirklich? Ein Challenge-Raum, dass ich mich killen kann. Wir stehen so kurz vor dem Ziel. So, Freunde, jetzt aufgepasst. Genau. So. Okay. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. So, was muss ich tun? Muss ich das Trampolin mitnehmen oder nicht? Muss ich es werfen? Ich springe, okay? Es kann sein, dass ich es werfen muss, aber ich springe.
Und ich traue dem Braten hier immer noch nicht, okay? Ich glaube nicht, dass ich ins Ziel komme. Ich bin im Ziel! Yes! Oh mein Gott, Freunde, wenn ihr jetzt sagt, ich will nochmal so ein Troll-Level sehen, verlinke ich euch hier oben noch eins, okay? Da ist noch ein wunderbares Troll-Level. Und ansonsten, falls ihr noch Lust auf ein anderes Video habt, Raft mit David, absolute Empfehlung. Hat kaum einer gesehen, ist okay, aber schaut es euch gerne an. Bis zum nächsten Mal.